Bye. Hallo Dampferfreunde, willkommen zu einer weiteren Schon-Probiert-Folge. Ja, diesmal seht ihr selbst Zombie. Flucht. Nicht Frucht, Flucht. Fruchtplöre. Was ist in dieser Fruchtplöre drin? Das soll, glaube ich, Creme, Erdbeere und Limone drin sein. Der Name selbst schon Zombie. Flucht. Noch nicht mal Flucht. Fruchtplöre. Hört sich doch schon wirklich eigentlich ganz komisch an. Ja, ob es auch wirklich, sagen wir mal, komisch schmeckt oder auch gut schmeckt, das werden wir natürlich gleich sehen. Ja, Frucht, also Zombie habe ich jetzt das erste Mal gekauft und weiß also nicht genau, wie die so sind. Hier hinten steht nur eben hergestellt für Vape Customers GmbH. Die Reifezeit weiß ich jetzt auch nicht genau mehr. Im Moment steht das irgendwie nicht richtig drauf oder ich sehe das nicht hier. Ich habe natürlich klar längere Zeit es reifen lassen. Ja, also Erdbeere, Limone auf cremiger Variante. Da werden wir erstmal gespannt, wenn ich erstmal beim Riechen ist. Ja, man riecht hier eine cremige, ja, also wirklich eine cremige Erdbeere raus. Die Limone finde ich eigentlich jetzt so nicht so direkt rauskommen. Dominierend ist tatsächlich so, also würde man so eine, ja, ich, wie soll ich das sagen, so eine Erdbeere mit Joghurt oder sowas ähnliches. Das ist ja auch cremig oder mit Sahne. Das, sowas riecht das auf jeden Fall. Ja, so riecht das einfach raus. Ja gut, jetzt natürlich werden wir natürlich den Lecktest machen. Und schauen, wie das ist. Ja, es ist, das ist eine also ganz komische Definition. Man schmeckt zuerst die Erdbeere raus, dann kommt die Limone und dahinter kommt etwas die Creme raus. Aber es ist nicht süß genug. Also es ist tatsächlich nicht süß, also nicht so süß, als würde dann, ich sage jetzt mal, eine Erdbeere ganz normal ohne Zucker drin sein. Also so schmecke ich das. Es ist im Moment sogar sehr bitter auf dem Zunge, das muss ich ehrlich sagen. Ansonsten, wie gesagt, geschmacklich kann man diese Erdbeere und die Limette rausfinden, aber irgendwie tut die Limette ein bisschen mehr die Oberhand gewinnen und tut dann anschließend auf der Zunge ein bisschen, ja, bitter schmecken. Also das ist, wo ich sage, das ist natürlich eine komische Kombination. Hoffentlich ist es beim Dampfen natürlich viel besser. Also, wie gesagt, Mesh, Doppelkeuler, MTL. Fangen wir natürlich mit dem Mesh an. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen noch den Geschmack im Mund, aber gut, das ist nicht so schlimm. Normalerweise, wenn man ein bisschen hin und her geht, ich meine, ich könnte zwar jetzt trinken, aber ich habe hier noch Zitrone, also Limonade, stehen. Das heißt, es würde natürlich den Geschmack verfälschen. Aber machen wir es jetzt einfach mal so. Ja, also ich muss jetzt hier sagen, man schmeckt die Erdbeere, die etwas cremige Erdbeere. Die Limette schmecke ich jetzt aus dem Mesh gar nicht. Ja, und das, was mich wundert, ist gar nicht süß. Ja, also wirklich nicht süß. Also, man schmeckt, wie gesagt, die Erdbeere, die cremige Erdbeere, aber nicht süß genug. Der Geschmack bleibt auch nicht lange im Mund, das muss ich ehrlich sagen. Ja, so, das schmeckt so jetzt in erster Linie zwar schon, aber es fehlt noch einen ziemlich guten Nachgeschmack und der ist da nicht drin, weil die Süße auch nicht da ist. Also der Geschmack hält auch nicht lange an. Gucken wir mal, ob das jetzt mit dem Doppelkoller besser ist. Ganz schwierig zu erkennen.
Also auch hier, man schmeckt zwar die Erdbeere raus, leicht die Limette, aber nicht süß, sondern im Gegenteil. Es wird auch beim Dampfen bitter. Nicht nur, weil ich jetzt eben gerade vielleicht einen bitteren Geschmack auf der Zunge habe. Nein, auch beim Nachgeschmack ist auf einmal es bitter. Also, und süß ist es auch in dem Doppelkeuler nicht. Also da habe ich mich wirklich was anderes vorgestellt, dass das mal ein bisschen so Knallfall, weißt ihr, Erdbeer mit Limette, okay, kann man ja machen. Vielleicht ist Limette sogar dominierend, weiß man ja gar nicht. Aber Erdbeercreme, gut, schmeckt ja auch, wenn man eben ein bisschen mehr Süße reinmacht. Aber da ist ja gar keine Süße irgendwie drin. Da ist gar keine Süße drin. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das beim MTL anders ist. Also, wir wissen ja mal, oder wir haben es ja festgestellt in letzter Zeit, dass bei MTL sogar gewisse Sachen besser schmecken als aus den Zweien. Ja, das werden wir natürlich jetzt mal ersehen. Wie gesagt, auch neu alles drin und schon eingesetzt. Und wie gesagt, mal schauen, wie es das jetzt damit schmeckt. 11,5 Watt habe ich hier drauf stehen. Das reicht auch vollkommen erstmal aus. Also ich schmecke jetzt auch hier mehr die, ja, ich gucke mal, ob ich ein bisschen höher gehe. Irgendwie will dann nicht so nach meinem Geschmack gehen. Irgendwie habe ich da ein Problem. Also ist ganz schön komisch. Auch hier aus dem MTL schmecke ich am Anfang nur kurz die Erdbeere. Dann ein bisschen leicht Limette mit der Creme, also mit Creme zusammen. Und das war es dann. Also nach meinem Prinzip ist es jetzt so, der Geschmack bleibt nicht im Mund. Also normalerweise ist es ja so, man möchte ja ein bisschen wenigstens von dem Geschmack auf dem Gaumen irgendwo schmecken, ne? Oder auch im Dampf noch ein bisschen auf der Lippe, Gaumen, muss der Geschmack hier da sein. Ich finde den da nicht, weil einerseits auch keine Süße drin ist. Also auch in dem MTL. Wo andere Liquids besser viel schmecken, auch sag jetzt mal nicht fruchtige Liquids schmecken natürlich im MTL, wie ich letztes Mal probiert hatte, hat es wunderbar geschmeckt, aber hier muss ich auch ehrlich sagen, auch dort schmeckt es mir jetzt persönlich nicht. Irgendwie fehlt da die Süße, es ist nur ja ganz normale Erdbeere mit der Limone, und die Limone ist eben so, dass die ziemlich nachher ziemlich bitter schmeckt. Finde ich ein bisschen schade, dass man hier so eine, ja, ich sag jetzt mal, so wirklich eine gute Aufmachung von Zombie-Fluchtbeeren, ne, macht und dann schmeckt es nicht. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt daran lag, dass ich jetzt zu früh, also zu lange das jetzt stehen gelassen habe, glaube ich eher nicht. Aber ich hatte mir tatsächlich unter dieser Fluchtblöre, natürlich mehr erwartet. Und das ist hier nicht der Fall. Also, tut mir leid. Also, das ist jetzt ein Liquid, was mir persönlich nicht schmeckt. Da ist schon, gibt es ja von den anderen Firmen schon viel besser, so wie Flavor Smoke oder auch andere leckere Liquids wie Cat for Reds zum Beispiel. Ne? Das ist ein sehr lecker. Ich verstehe nicht, warum man hier keinen Zucker reinmacht, sondern im Gegenteil eigentlich mehr bitter schmeckt. Also ich schmecke immer jetzt noch Bitterkeit dahinter. Ich werde mal ein bisschen was trinken, um die Bitter ein bisschen wegzukriegen. Aber ich finde es schade. Also ganz wenig Erdbeere am Anfang, dann eben kommt die Creme noch ein bisschen dabei und dann die Mette. Nee, aber ansonsten ganz schnell weg die Erdbeere. Also das ist wirklich so,
kurzen Kick und dann raus. Hm. Da habe ich also mir wirklich, wirklich, wirklich mehr erwartet. Naja, es ist halt so. Manchmal sind eben auch Liquids darunter, die eben nicht schmecken. Dann muss ich eben meine Wahrheit sagen. Meine Wahrheit ist eben, mir schmeckt das Zeug nicht. Vielleicht euch, man weiß es nicht. Hm. Ja, okay. Ja, ich hoffe trotzdem mal, das Video hat euch trotz dadurch gefallen, auch wenn ich, wie gesagt, jetzt negativ dadurch wurde oder ein bisschen negativ. Also, es hätte mehr Zucker drin sein müssen. Dann hätte es vielleicht besser geschmeckt. Man könnte ja Sweeter reinsetzen. Dann würde es ja vielleicht besser sein. Naja, aber gut. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt da das Video hat euch trotzdem jetzt gefallen und natürlich, klar, wäre ich froh, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, schon probiert, oder natürlich, klar, wenn ich wieder Mods oder Pots vorstelle oder Tanks. Ja, würde ich sagen, bis zum, mit meinem Spruch wie immer, gut Dampf, bis zum nächsten Video. Tschüss.